Denn das müsste der Schlüssel für das Schloss sein. Sonderbar aussehender Schlüssel. Schlüssel. Ein sonderbar geformter, mit Juwelen besetzter Schlüssel. Ja, das klang so. Meteor. Was? Schalter für ein Meteor. Schalter für einen Motor. Ah. Wieder am Feuer oder im Trank. Wollt ihr mich veralbern? Ah, darfst du nochmal Feuer speien? Und den Motorschalter an dich nehmen? Kannst du Chaos lernen? Nein, kannst du nicht. Also kann das weg. So, Schleuderkugeln. Oh, und du hast Platz für Schleuderkugeln. Sehr gut. Ja, gut. Ja, verbrauchen wir erst rote, gute Schleuderkugeln hier unten. Tun Sie denn? Ich verschwinde jetzt. Ich tue mein Bestes. So, und was sehen wollen uns weiter hier davon um. Diese Gruppe ist außerordentlich viel. Und sollten mal wieder ein Quicksave machen, ganz dringend. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Denn das kostet viel zu viel Zeit hier in Nullaktum, ja, wieder was davon nachzuholen. Wenn wir mal was auf den Säckel gekriegt haben. Mich kümmert's nicht. Ich hab genug davon. So, was haben wir hier? Eine große böse Maschine. Wenn ich das richtig sehe, ja. Sieht fast aus wie eine Lokomotive. Naja, es ist ein... Ja, es sieht aus wie eine Dampfmaschine. Kann man wirklich so sagen. Aber von der lassen wir erstmal die Finger. Ja. Solange bis wir wissen, was man damit anfängt. Du bist ja hier lang. Was wollt ihr? Was wollt ihr lang? Was ich will, ist mich hier fertig umschauen. Au. Autsch. Okay, Imoin hat gerade einen Schädel an den Kopf gekriegt. Das muss schmerzhaft sein. Oh, hier ist noch ein Raum. Was ist das denn hier? Das sieht aus wie eine Werkbank oder so, was in der Richtung. Was ist denn das? Ihr seid so weit entfernt, um das Gerät zu bedienen. Okay, und ich höre von da oben wieder Spinnengeräusche. Eine Weinpresse scheint funktionstüchtig zu sein, braucht aber Energie, damit man damit pressen kann. Okay. Was? Gut. Das erklärt die Dampfmaschine hier direkt im Nebenraum. Die braucht wohl Energie. Das heißt, wir müssen hier irgendwo ein Schaltpult finden. Das sieht da oben aus. Nach einem Schaltpult aus. Die Bedientafel für diese seltsame Maschine. Der Schalter scheint abgebrochen zu sein. Wir haben doch einen Schalter für einen Motor, ja. Der Motor beginnt leise zu summen. Sehr gut, das heißt, wir können jetzt die Rest der Gruppe nachziehen. Ja, nichts leichter als das. Hoch. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Wer hat immerhin schon mal die Geheimtür hier sucht und nach Fallen guckt? Mich kümmert's nicht. Ich hab genug davon. Was wollt? Nichts leichter als das. Presst. Ja, genau, das habe ich nämlich befürchtet. Presst Talisa mal den Wein. Du bist ja ein komischer Kopf, denn ich verschwinde jetzt. So, mach die Falle da mal weg. Was? Gut. Dann gucken wir mal. Ihr legt die Trauben in die Presse und fangt an, den Saft in einer Flasche auf. Ach, und fangt ihren Saft in einer Flasche auf. Okay. Ja. Wo auch immer wir die Flasche her haben. Flasche Wein. Dieser Wein wurde gewonnen, indem die überirdisch leuchtenden Trauben in die Weinpresse gelegt und der Motor geschaltet wurde. Wenn ihr tief einatmet, kommen Erinnerungen an eine verlorene Liebe zurück und eure Augen werden sich mit Tränen füllen. Ja, nee. Ja, nichts leichter als das. Ich bin ganz Ohr. Wie sieht's mit Zaubern und so aus? Wir haben noch ein paar Zauber. Was wollt ihr? Ihr habt eine Aufgabe? Ja, die guten Zauber haben wir noch alle. Ja. Gut, wir dürften jetzt alle Rätsel gelöst haben. Was? Beinahe unter meiner Würde. Das heißt, wir geben mal die Quests ab. Ihr habt das Rätselslösung. Ich bin die Furcht. Ich werde euch an diesem Ort der Verdammnis zerstören. Und weg ist er.
Das war der, den wir mit dem Gong wecken mussten. Ihr habt genau das, was ich verlangte. Tut zuerst, um was meine Brüder euch bitten, dann können wir das Rätsel vielleicht lösen. Okay. Ihr habt des Rätsels Lösung. Ich bin der Stolz. Ich bin der Fluch dieses Ortes. Nochmal 2000 Erfahrungspunkte. Ihr habt des Rätsels Lösung. Ich bin die Habsucht. Ich werde das Verderben über euch bringen an diesem Ort der Verdammnis. Gut. Die Sache ist die, wenn wir jetzt den letzten anwählen, wird was Böses passieren, aber das werde ich euch zeigen. Wir tun mal einfach so, als ob wir von nichts eine Ahnung hätten. Ich tu mein Bestes. Nein, uns in diesen Gang zurückzuziehen ist eine schlechte Idee. Wir geben uns mal nach hier. Hier sind wir am besten. Hier sind wir, stehen wir nämlich offen. Ja, denn ich verschwinde jetzt. So. Ja, gut. Stellen wir mal die Gruppe hier so auf. Gut. Und sprechen jetzt mal mit dem letzten. Übrigens sind die drei ein bisschen angeschlagen, aber egal. Ihr habt das letzte Lösung. Ihr seid es wert, durch dieses Tor zu treten, auch wenn ich den Schlüssel weiter mit meinem Leben bewache. Ich bin die Liebe. An diesem verfluchten Ort muss ich gemordet werden. Ja, und er ist aggressiv. Und die anderen tauchen auch wieder auf. Und lassen mich beim besten Willen nicht vorbei. Also die Habsucht, die Liebe, die Angst und irgendwo muss der Stolz noch sein. Oh nein, die setzen uns leider zu sehr zu. Weswegen wir uns besser vorbereiten sollten auf diesen Kampf. Also erstmal sollten wir durchweg ein bisschen hochheilen. Ich sagte etwas hochheilen, bitte. So. Kali. Und nochmal dich selber. Eigentlich müssten wir es mit den Sachen, die wir haben, schaffen. Ach, nebenbei, Kali, den solltest du mal ablegen, sonst haben wir wieder Probleme mit dem Zaubern. Was wollt ihr? So. Okay. Gebet. Ja, o allgegenwärtige Autorität. Segen. Ihr habt gerissen. Hast. Verschwimmen. Das hier. Du zauberst den da auf dich selber. Kann ich euch behilflich sein? Kali trinkt so ein. Linz trinkt so ein. Das ist ja ein komischer Kauz. Wow, das hat jetzt gerade ein bisschen Leck gebracht. Ja. Beziehungsweise Einbruch, so. Was wollt ihr? Du nimmst noch einen Heldentrank zu dir. Kali so einen. So, du so einen. Und du den da. So. Gut, damit dürften wir vorbereitet sein auf den bösen Kampf. So. Du rennst schnell zum Rest der Gruppe. Ja. Und dann kämpfen wir. So, einen hat es erwischt. Sehen wir an den hübschen roten Leuchten. Zwei hat es erwischt. Und das war Yahira. Also neuer Versuch. Beinahe unter meiner Würde. So. Rückzug. So. Du bist der, der am meisten Aua macht, weil du ständig unsichtbar wirst. So.
Jetzt kommt der. Gegen den kann ich ein bisschen gegentrinken. Und jetzt muss ich noch den letzten Bösen anlocken. Automatische Pause. Jetzt kommen da oben von da oben Ghule. Das muss doch nicht sein. Noch auch noch sein, oder? So, kommst du? Ja, du kommst. Sehr schön. Was wollt ihr? Au. Okay. Die Liebe ist auch tot. Was? Nichts leichter als das. Und einer von denen hat einen Schlüsselstein. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Ja, nichts leichter als das. Du verschwinde bloß, du blöder Ghoul. Ich will dich nicht, ich hab dich nicht lieb. So, wer hat jetzt den Schlüsselstein, den wir brauchen? Man kann's ja mal versuchen. Khalid, lass Talisa durch. Die muss nach einem Schlüsselstein suchen. Nein, das ist nur Wein. Ghoul-Falle zugeschnappt? Ja, so kann man's auch machen. Da ist der Schlüsselstein. Jawohl. Was? Beinahe unter meiner Würde. So, okay. Ihr braucht meine Bevor Hilfe. Wir irgendwo hingehen, erstmal habe ich vergessen, Khalid seinen Mantel wieder anzulegen, was peinlich ist. Leg Khalid mal die überschüssigen Pfeile hier ab. So. Und Emoen legt die plus 2 Pfeile hier auch mal ab. Die können wir dann später irgendwann. Sie hat noch mehr plus 2 Pfeile. So, das kannst du Minsk. Das kannst du dir. Das kannst du dann nämlich ablegen. Die drei Sachen brauchen wir nämlich dann nicht mehr. Ein Kurzschwert kannst du Minsk. Schleuderkugeln. Die drei Sachen identifizieren. Sonst sieht alles okay aus, soweit. Ja. Mich kümmere, ich habe genug davon. Schleuderkugeln haben wir abgelegt. Ja, gut. Du kannst jetzt den Schlüssel ablegen. Den brauchen wir, werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Und den Gongschlägel auch nicht. Und den Helm. So. Und das ist noch was zum Identifizieren. Okay. Das ist nämlich der Schlüsselstein, der die Tür aufmacht, nehme ich mal an. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Ach, noch ein Ghoul. Wie sieht's bei dir mit Munition aus? So. Was zur Hölle? Da passt man einmal nicht auf und schon kommen Phasenspinne. Eine Phasenspinne und eine Geisterspinne. Und da unten brutzelt's Ghoul. Okay. So, noch eine Phasenspinne töten. Die ist übrigens da drüben gestorben, weil sie sich gerade noch teleportiert hat. Und ja, ich ziehe mich kurz zurück zum Schlafen und Heilen. Beinahe unter meiner Würde. So. Sind alle einigermaßen beisammen? Ja. So, dann wird mal kurz geschlafen. Was?